Die Augenpartie ist eine sehr, sehr komplexe Region. Wir haben eine besonders dünne Haut, wir haben eine besonders weiche Haut, wir haben dort oft morgens insbesondere Ansammlungen von Flüssigkeiten, wir haben Augenringe. Man kennt es, nach langen Partynächten sind diese Problemzonen besonders erkennbar. Es beginnt in der Augenpartie bereits mit der richtigen Pflege. Eine Pflege, die alle drei oder vier Aspekte der Augenpartie berücksichtigt. Wenn wir uns in den Bereich der Schönheitsbehandlung und Schönheitsmedizin begeben, dann kann man in dem Bereich der Augen schon sehr viel mit Botox machen. Man kann die Augenfalten, die Krähenfüße, sehr schön mit Botox behandeln. Der Muskel entspannt sich, die Augen werden etwas größer, die Augenfalten glätten sich. Die Operation der Ober- und Unterlider ist nach wie vor eine der beliebtesten Schönheitsoperationen. Sie sind unkompliziert, sie haben einen schönen sichtbaren Effekt. Ich würde sagen, die Oberlidoperation ist eine der beliebtesten Operationen schlechthin. Das wird im Übrigen heute auch ambulant gemacht. Man kommt in die Klinik, das Auge wird entsprechend vorbereitet. Es gibt eine Zeichnung vom Schönheitschirurgen, der genau einzeichnet, wo er schneidet, wie viel Haut er entfernt. Anschließend wird dieser Bereich örtlich betäubt mit einer Spritze. Das ist ein kleiner Pieks und dann ist das alles unempfindlich. Dann wird dieser überschüssige Haut am Oberlid entsprechend der Zeichnung entfernt und mit einem ganz, ganz feinen Faden zusammengenäht. Und anschließend mit feinen Steristrips, so nennen wir das, in ganz feine hautfarbene Pflaster verklebt. Der Patient kann eigentlich nach der Operation nach Hause gehen, sollte das Auge noch für einige Stunden kühlen mit schönen Kühlpads. Hier habe ich einen kleinen Tipp. Man kann solche Wattepads, auch sonst übrigens nach Partynächten, kleine Wattepads sich aus der Drogerie besorgen, diese mit am besten destilliertem Wasser befeuchten, in die Gefriertruhe legen und nach einer halben Stunde sind die schön durchgefroren und man kann sie wunderbar aufs Auge legen und hat einen schönen kühlenden Effekt. Als guter Chirurg weiß man, Narben zu vermeiden oder zu verstecken. Die Schnittlinien am Unterlid verlaufen direkt an der Unterlidkante. Und natürlich ist theoretisch eine ganz, ganz feine Narbe sichtbar, aber man wird sie nicht sehen, weil sie direkt an der Unterlidkante unter den Unterwimpern liegt und damit unsichtbar ist. An den Oberlidern liegt die Narbe, wenn man es gut macht, in der Hautfalte. Das heißt, auch hier ist sie nicht sichtbar und nicht störend.